Grüezi wohl. Und links vom Gletscher oben, da ist die Bardierhütte. Da müssen wir herauf. Also das ist jetzt das Weißhorn, das betrifft uns nicht so. Wir fangen dann morgen an, da in der Selle, steigen die Selle auf, die hat so 50 bis 55 Grad, gehen dann über das Dürrenhorn, runter zum Dürrenjoch. Das Dürrenjoch kann man aktuell nicht gehen, weil es nur noch bis daher Schnee hat. Gehen dann weiter aufs Hohberghorn, von Hohberghorn ins Hohbergjoch, auf Stecknadelhorn, dann oben ins Stecknadeljoch und auf wie aufs Nadelhorn. Und nachher gehen wir oben ins Windjoch, das ist daher. Ja, und von Windjoch gehen wir dann eben oben auf die Mischabelhütte, die auf der anderen Seite liegt. Und der Aufstieg dann für den nächsten Tag von der Mischabelhütte wird dann interessanter. Das wird dann eben die Lenzspitze Nordostwand, das ist die Wand da auf. Ja, und dann geht es am nächsten Tag entweder weiter auf den Dom oder gleich direkt oben zur Domhütte nach Randa. Cool. Kurze Bestandsaufnahme. Gestern hat es mich nämlich nicht mehr viel mehr gefreut. Gestern war der Franzi leicht abgelistet und zum Aufgehen. Ja, weil es hat, wenn wir da aufgekommen sind, ein bisschen Gewitter gegeben. Es hat blitzt und donnert. Und dann war meine Stimmung nicht mehr ganz so gut. Und weil das Wetter heute auch so lala ist, haben wir gesagt, wir machen auf der Bardierhütte einen Regenerationstag. Ja, und morgen gehen wir dafür in Nadelgrad. Probieren wir zumindest. So, ein Tag Regeneration. Jetzt sind es kurz vor 2:30. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Weil? Mit den zwei wilden Hunden. Wir sind gerade am Weg zum Gletscher und der Weg ist eigentlich gut sichtbar, mit Katzenaugen markiert. Also bis jetzt können wir den Weg schwer verlieren. Jetzt sind wir mittlerweile am Gletscher, haben uns angeseilt. Der Gletscher war leicht zum Finden. Da vorne ist ein Bergführer mit zwei Gästen. Die haben wir uns jetzt überholt. Vorher sind wir einer vorgegangen und jetzt gehen wir einer nach. Ausgleichende Gerechtigkeit. Hat sich schon ausgezahlt, dass wir uns angeseilt haben. Jetzt sind wir dadurch so ein bisschen ein spaltiges Gelände unterwegs. Ja, und da gerade vor uns, das sieht man aber da jetzt noch nicht genau, da ist schon die Selle, da wollen wir aufzwiefeln. Jetzt sind wir so auf 3,5 ungefähr, da hinten wird die Sonne aufgehen und wir müssen jetzt da 4 und die Rinder, das ist die Selle, 55 Grad wird die sein ungefähr und ja, da machen wir nachher die ganze Überschreitung, war halt heute einmal so geplant, dumme. Und ja, hier hat man nachher vielleicht die Action-Cam auf, weil ich nicht weiß, wie steil das ist. Dann ist alles voll verzerrt. So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus der Selle. Da unten kommen der Michi und der Andi daher. Ganz unten der kleine Punktal, da ist der Einstieg. Und da sieht man eine wunderschöne Morgenstimmung. Und wir müssen da ganz aufzwiefeln. So,
Schneefall. Wunderschön, Sonnenaufgang. So, wir sind jetzt gerade im Ausstieg und die Sonne geht gerade auf. Ist der perfekte Zeitpunkt, dass wir uns schleichen. Weil jetzt wird es noch ein gleich ein bisschen Sturmschlag und Eisschlag gefährlich da herinnen. Geniale Stimmung. Ja, der Andi ist schon weit oben. Der ist schon kurz vor dem Ausstieg. Und da ist der Bergführer mit seinen zwei Gästen. Da kommt der Michi gerade vorbei. Ja, und die Züge jetzt dann da auch gleich auf. So, das ist jetzt gerade der Ausstiegsteil. Der ist so 55 Grad steil. Und jetzt sind wir eh bald oben auf 3850 Meter um und um. Da vorne ist der Gipfel vom Dürrihorn, erster 4000er. Da drüben das Weißhorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn, Matterhorn. Da vorne gerade der Andi im ausgesetzten Grat. Wir gehen halt den ganzen scheiß Grat entlang. Ja, freier so eine wilde Partie.
Aber ein Stande rauf. Wir sind gerade am Weg vom Dürrenjoch zum Hoberghorn rauf. Vor mir der Michi. Jetzt haben wir so eine Felssektion hinter uns. Und jetzt geht es wieder über den 4 Grad rauf. Gewaltig schön. Jetzt haben wir da den Vierenzustieg hinter uns. Das war so eine Vierenflanke. Und jetzt geht es da noch einmal durch so eine Felssektion rauf auf den Gipfel. Bin ich schon gespannt, wie es mir da tut. So, jetzt sind wir herum, die drei Hürden, auf dem Stecknadelhorn. Ich meine, jetzt sagt es 4200 und wie viel an? Bei Michi 11 und ich bin auf 4239, sitze aber niedriger. Ja. Wahnsinn.
Einfach weil du einer der Höchste bist. Ja, voll. Und da vorne ist das Nadelhorn. Oh, das ist alt. Kerzen gerade vorne. Und da dahinter sieht man die Nordostwand von der Lenzspitze. Und da drüben der gewaltige Gletscher vom Dom. Schon ein Saumugel. Gewaltig. Grüß euch, liebe Leiteln, jetzt melde ich mich vom Gipfel vom Nadelhorn. Wie hoch ist denn der dort? Also 4327 mal. 4327 Meter. Und mit dem Nadelhorn haben wir drei geile Affen jetzt endlich den Nadelgrat fertig gemacht. Voll der geile Fockenscheiß. Hammer geil war's. Noch einen Tag warten in der Hütte, weil schier und. Und konditionell waren wir heute irgendwie alle nicht so rosig drauf. War eine ziemliche Plagerei. Fuck. Aber da sieht man auch, dass man, wenn man was erreichen will, dass man da auch oft einfach mal ein bisschen warten muss. Wille versetzt Grenzen. Wille versetzt Grenzen, sagt der Michi. Und das ist auch, auch so. Dass man einmal in Nadelgrad geht und nie wieder. Nur wegen den depperten Türenhorn. Das stimmt, ja. Wir müssen halt jetzt und da runter. Zum Schabelhüttner und das haben wir heute so kurz für geschafft. Und da fahren die drei, was man da sieht am Gletscher. Ich meine, das ist der Schweizer Bergführer mit den zwei Gästen, die auch mit uns eine lange Zeit unterwegs waren. Die sind aber nicht mehr Nadelhorn gegangen. Die sind nicht mehr Nadelhorn gegangen. Ja, ist auch nicht jeder so ein geiler Hof wie mir. So, jetzt weiß man wieder runter. Fertig. Freut mich, dass ihr zuschaut. Da geht es jetzt so ein bisschen so einen vereisten Grat runter. Da sind ein paar so Plankeisstellen. Bis zum Aufpassen. Aber es ist nicht mehr allzu weit bis zum Rucksackdepot. Das meistern wir schon noch.